Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Mega-Unboxing. Ja, von 300 Karten. Das ist eine kleine bescheidene Sammlung, die ich jetzt mal so als Zwischensnack öffnen werde. Ist jetzt nichts überkrass, es sind natürlich schon ein paar schöne Karten dabei. Aber ich werde es wieder mal versuchen kurz zu halten, auch wenn es mir wahrscheinlich wieder mal nicht gelingen wird. Und ich wünsche euch immer noch eine frohe Weihnachten. Ich nehme das nämlich jetzt am selben Tag auf, wie eben die Verlosung stattgefunden hat. Und würde sagen, wir legen auch direkt mal los mit dem Zeug, das am wenigsten vorhanden war. Und da hatten wir hier eine Ghost Rare dabei. Auch eins der Sahnestückchen der Sammlung, nämlich einmal Odin, Vater der Asen, den wir uns auch gleich rauslegen. Dann ein Playset buntäugiger Pendeldrachen. Ein schwarzes Loch sowie eine Verstärkung für die Armee. Dann hatten wir ein paar Ultis dabei. Das ist ein ziemlich zerstörter dreiköpfiger Drache gewesen. Ein mystischer Schwertkämpfer Level 6 als Erstauflage aus RDS. Leider auch ziemlich kaputt. Schade. Dann haben wir zweimal Dark Bolter the Terrible in Parallel Rare aus der Hobby League 3. Das ist schon wieder was Besonderes. Die liegen uns hier raus. Sowie ein Playset Raumzeitpolizei in Ultimate. Die sind sogar Mint. Gefällt mir auch super, super gut. Liegen uns auch raus. Ultis liegen wir immer raus. Dann haben wir eine Karte, deren Namen ich vergessen habe, weil ihr seht, es ist ein Fieldprint. Es ist kein Name da. Ist auch nicht rausgekratzt oder so. Sind hier überhaupt nichts reingestanzt. Würde ich gerne tauschen und zwar gegen denselben hier, nur ohne Fieldprint, also mit normalem Namen. Wäre auf jeden Fall mega cool, weil mit Fieldprints, Missprints kann nichts anfangen. Dann Gagaga Blitz in Ultimate. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit den Super Rare Karten. Ich habe das ein bisschen sortiert. Ich habe das vorher die Aufnahme nochmal abbrechen müssen, weil mein Facebook mir dazwischen gefunkt hat. Ich habe das ein bisschen so sortiert nach Zauber, Fallenkarten und so weiter und eigentlich auch die doppelten zueinander, aber das würde jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz funktionieren. Ich versuche den langweiligen Part, nämlich die Zauber- und Fallenkarten, relativ schnell abzuarbeiten. Da haben wir hier zweimal Schutz der Spionlinge, Waffenstammbaum zweimal, Majesh Spenster, Superbarriere als Playset, Icarus Angriff als Playset, dann viermal Schicksalssignal in Super Rare, dann die Magnetkraft haben wir auch zweimal, der rotäugige Geist, das Brennen der rotäugigen Tyrannenflügel, die schwarze Katastrophe, ihr merkt schon, das sind alles so Holos aus diesen Oni-Holo-Sets, dann Befallswelle aus dem Hidden Arsenal, dann Eskalation der Monarchen, Edelstein-Aufwertung, der primäre Monarch, der ist jetzt aus dem OP2 in Super Rare, die liegen uns raus, einfach weil sie aus einem besonderen Set kommt. Dann Empfängerbarriere, Synchromaterial, Synchro des Königs, That Wiki Alchemy aus BPW2, was auch immer das für ein Set sein soll, keine Ahnung. Eine ziemlich abgeranzte Fallgrube aus LOB. Dann spiritistische Lichtkunst, Hijiri super, aus GOF. Dann haben wir bei den Zauberkarten das Verbrecherduo. Ist natürlich eine besondere Karte, die wir uns rauslegen. Genauso wie der richtige Name aus dem Millennium Pack, ist auch eine tolle Karte. Hier sind jetzt natürlich wieder ein paar Karten zusammen, die ich im ersten Videoversuch rausgelegt habe. Deswegen wundert euch jetzt nicht. Hier haben wir zum Beispiel noch den Mega-Wandler aus Dark Beginning, den wir uns hier rauslegen möchten. Oder hier zweimal das Traueropfer aus dem neuen Duelist Pack. Sieht mega toll aus, die Karte. Ohne Witz, richtig schön oldschool, richtig schön spooky, so wie das sein muss. Kommt natürlich auch direkt raus. Oder hier Auferstehung von Chakra aus Number Hunters. Das Set, muss ich sagen, ist zwar werttechnisch eine Geldverschwendung gewesen, aber es waren trotzdem ein paar sehr, sehr schön aussehende Karten dabei und da eben auch Auferstehung von Chakra und deswegen legen wir uns die natürlich auch gleich raus. Es kommen doch tatsächlich noch ein paar Fallenkarten. Da haben wir zum Beispiel die Raigeki-Flasche, die ich mir auch rausgelegt habe. Oder die Xyz Wiedergeburt hier als Playset. Sieht einfach mega schön aus. Das ist eine total tolle Fallenkarte aus Wing Raiders war das, glaube ich. Das ist nie rausgekommen. Dann haben wir noch eine kaiserliche Eisenmauer aus dem OP1. Die legen wir uns auch raus. Auch eine sehr, sehr beliebte Karte. Dann geht es wieder hier weiter. Es waren also, wie gesagt, ziemlich viele Zauber und Fallen dabei. Unterbrochener Kaiju-Schlummer. Schweigsames Brennen. Ich finde es übrigens furchtbar, dass die Zauberkarten alle so furchtbar blau sind. Es tut mir leid, aber der Farbton, der passt, beißt sich aber mit dem Grünen. Dann haben wir Rangsteigerungszauber Seelenrasurkraft. Ziemlich fantasieloses Artwork, wenn ihr mich fragt. Dann Metamorphation. Haben wir hier zweimal. Gagaga Rückkehr aus der Sexelton ebenfalls zweimal.
Empfänger hoch zweimal. Dark Dragon Ritual haben wir hier auch zweimal. Dann haben wir den Pendelsturm aus Bosch. Mehrmals, fünfmal um genau zu sein. Den Pantheismus der Monarchen. Ist ein bisschen vom Ding her von einem Überläufer abgewandelt. Hier auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Die Idee an sich ist cool. Das Artwork geht auch eigentlich voll klar, ist aber trotzdem nichts, was umhaut. Haben wir jetzt hier viermal. Dann haben wir das Vieh herbeirufen. Müssten auch vier Stück sein. Genau. Dann magnetische Umkehr. Blitzfusion. Der Säbelhieb. Valhalla, Halle der Gefallenen. Schweigsamer Schwerthieb aus dem neuen Duelist-Pack ist auch cool. Ist jetzt leider nicht ganz mint, der hat hier oben so einen kleinen schillernden Fleck, falls man ihn sieht. Aber trotzdem, das Artwork ist toll, deswegen legen wir uns die auch mal raus. Dann haben wir Amorphage Infektion, finde ich vom Artwork ja auch toll, allerdings auch nicht so umwerfend. Dann Material einfangen. Dann haben wir die Brachialsense. Maske des Überrestes. Feuer des jüngsten Gerichts. Erweiterte Wappenkunde, nochmal eine magische Umkehr. Schmiede der wahren Drachos. Vorvorbereitung der Riten. Sonnenaufgang über Iris Rock. Morgensonnenhieb. Schicksalsziehen. Die Wagenkupplung. Das Tun. Die Tunwiederholung. Material empfangen. Das Wahrsagerritual. Die Roulette-Spinne, die auch ein ziemlich einzigartiges Artwork hat. Das haben wir auch rauslegen wollen. Dann haben wir Rüstungs-Ninjutsu, Kunst der Alchemie, Synchro-Druckwelle, lodernde Feuerwand, Sternritter, Entstehung, dann Insektenpanzer mit Laserkanone, dann Stäusche Herausforderung haben wir hier zweimal, Ruinen der himmlischen Drachenherren haben wir hier auch als Playset, dann Spiranal Resort, Solo aus dem ersten Satz, das Mondlichtparfüm. Dann haben wir zweimal die Aquariumklippe und als Playset noch die Evo-Kraft. So, jetzt kommen wir zu den Monstern. Da hatten wir Angriff Schwarzflügel Onimaru, der göttliche Donner. DDD, Böenkönig Alexander. Gaia, Drache, Gaia-Ritter, die Kraft der Erde. Dann hatten wir Psy-Hüllenlord Zeta und zweimal den finsteren Highlander in Super Rare. Das war's bei den Super Rares, zumindest bei den Super Rares mit den Synchros. Dann haben wir zweimal den himmelsgaloppierenden Drachenreiter Gaia, DDD Wellenvergessenskönig Cäsar Ragnarök haben wir auch zweimal, dann DDD Flammenkönig Genghis, den habe ich glaube ich auch mal in der Serie gesehen, bei 5Ds glaube ich. Dann hier ein Dunkelglanzritter, First, mega cool, der wird natürlich sofort rausgelegt. Sowie zweimal Dark Bolter the Terrible, den wir eben in Parallel hatten, haben wir jetzt hier auch in Super Rare. Dann haben wir den Flammenphönix, der brennende Bombenvogel. Ein Dinoster Power, der mächtige Drachobezwinger. Ein ältestes Wesen Norden, ein Elementarheld Gaia, den Chimera-Tech Amoklaufdrachen, wo es mich immer noch wundert, dass sie den so nennen durften. Dann haben wir insgesamt viermal Lunarlich Löwentänzerin, die meiner Meinung nach schönste Karte, die aus Shining Victories rausgekommen ist. Und dann sind wir auch schon mit den Fusionsmonstern durch und kommen eben zu den Ritualmonstern, die auch ziemlich rar gesät waren. Da haben wir nämlich zweimal Cyberengel Rash, oder wie der ausgesprochen wird. Auch cool, aus dem neuesten Set, glaube ich. Und zweimal Chakra, auch eine sehr, sehr oldschool wirkende Karte aus Number Hunters. Ich weiß gar nicht, ist das ein Reprint von einer alten Karte oder ist das eine komplett neu entworfene Karte? Wenn das nämlich eine neu entworfene Karte ist, dann kann ich nur sagen, Respekt an Konami. Dieses Artwork ist genauso bizarr, genauso morbide und einfach gehalten wie die ganz, ganz alten Artworks damals. Und genauso wollen wir das haben. Und ich hoffe, dass Konami so weitermacht. Oh, doch noch Synchros dabei. Gungir, Drache der Eisbarriere. Genau, den hatte ich vorher auch rausgelegt. Soweit war ich nämlich vorher auch schon. Dann der schwarze Hochmage. Der muss natürlich auch raus. Ist eine tolle Karte. Hier wieder aus Number Hunters. Die formlose Leere. Auch eine absolut tolle Karte. Ohne Scherz. Ich finde die Karte richtig cool. Genauso wie Queen Dragoon Jin.
Ich muss sagen, beim schwarzen Kartenlayout der Xyz-Karten passen so Flammenmonster absolut. Das ist absolut perfekt. Ich finde aber, dass dieses so Flammensachen wie zum Beispiel Verdammnisfeuer und so weiter nichts auf normalen Kartenlayouts zu suchen haben, dass sich das einfach zu sehr mit dem Layout beißt. Und ich finde, da wird das Artwork so schlecht hervorgehoben. Aber gut, das ist Meinungssache. Dann natürlich aus der Dark Illusion Nummer 81 Superkanonenpanzerzug Superdora. War auch voll fasziniert von der Karte damals, als ich das erstmal gesehen habe. Dann Schwarzstrahl-Lanzenträger, Übelscher Albtraum, Baby Tiragan, Gon ebenfalls aus Number Hunters, ein Super Rare, mega cool, viel besser als ein Rare. Dann Evolzar Lagia, auch eine sehr coole Karte. Dann ein Galaxieaugen-Körperpanzer-Photonendrache, ist eine mega coole Karte jetzt aus dem Megapack 2016 und unser erstes Exemplar. Nummer 63, Shamoji-Soldat. Digitalkäfer Nashornbus, haben wir als Playset. Dann Raid Raptor Ultimate Falcon, die Karte kann ich nicht mehr sehen, hier mittlerweile so oft und sie ist auch hier wieder als Playset mit dabei. Dann CXYs oder auch Chaos XYs, mechbestückter Jin, Engeneral oder so, zwei Stück. Dann wieder aus dem neuesten Set, der paläozoologische oder paläozoolische Opa Vinya, sieht übrigens besser aus als die andere paläozoische Karte, die wir im letzten Set hatten. Gefällt mir wesentlich besser. Zweimal. Dann Schlachtkreuzer Nelkin. Zweimal. Und hier haben wir wieder was Neues aus dem neuesten Set, nämlich Vola Chemiewesen Mythodrako. Haben wir hier zweimal dabei gehabt. Das ist eine total coole Karte. Die lege ich mir auch noch raus. Dann Nummer 79, unermüdlicher Boxer Nova Kaiser. Haben wir auch zweimal gehabt. Und jetzt kommen wir hier zu den Pendelmonstern. Dann haben wir Meisterpendel, der Drachobezwinger, viermal sogar. Dann haben wir hier aus OP01 Affeyboard, also Künstlerkumpel Affeyboard, der hier auf der Bandlist steht, zweimal in Super Rare. Dann haben wir Dragonox, der ermächtigte Krieger aus der CT13, zweimal. Dharma Augenmagier, die Karte kann ich mittlerweile auch nicht mehr sehen, nämlich so oft. Dann haben wir Aether, der böse ermächtigte Drache. Die Karte sieht mega cool aus. Haben wir hier zweimal und legen uns auch direkt raus. Dann Xiangsheng Magierin. Leitende Ariadne. Haben wir auch zweimal. Dann Dinonebel Rex. Künstlerkumpel Gitarröte. Auch aus dem OP1. Legen uns auch raus. Dann Amorphage Goliath. Abgrundschauspieler Komparsen. Künstlerkumpel Ziehechse, auch aus OP1. Dann der Künstlerkumpel Pendelzauberer Reprint in Super Rare. Und Künstlerkumpel Teppichhörnchen. So, dann kommen wir zum nächsten Stapel Super Rares. Wir sind damit nämlich noch nicht zu Ende. Dann haben wir hier aus dem Millennium Pack die blockierten Beine als Playset. Auch mega cool. Also die Karten feiere ich abnormal. Und die blockierten Arme, ebenfalls als Playset. Dann haben wir Idea der Himmelsknappe als Playset, nee, sogar viermal. Sowie Eidos der Unterweltknappe, den haben wir hier dreimal. Dann haben wir Übelschar Castor, nee, dreimal. Geschwindigkeitsroid Tektumborg, aus Highspeed Riders wahrscheinlich. Dann haben wir zweimal das Rettungskaninchen aus der Collection. Oh, ne, wir haben sie zweimal. Sie wird nochmal kommen. Ich habe sie gerade bloß eins hier, aber das legen wir uns mal raus. Auf jeden Fall das Rettungskaninchen aus der CT09, glaube ich. Dann Carbonedon zweimal. XX-Säbel Faultroll zweimal. Marina Prinzessin der Sonnenblumen haben wir auch zweimal. Ich finde die Karte ist sogar richtig hübsch. Und aus einem ganz normalen Set sogar. Können wir uns mal rauslegen. Dann Schwerer Ritter der Flamme, Zubaba-Ritter zweimal, XX-Säbel Emmas Klinge, ist auch eine coole Karte, aus Hase, ist auch immer das für ein Set war, das weiß ich gerade gar nicht. Dann haben wir Stahlschar Torwärter, Go-Go-Go-Golem aus Number Hunters, zweimal in Super Rare, Armageddon-Ritter, Übelschar Mandragora, ebenfalls zweimal, dann Blaublütiger Oni. Wir kennen auch den gelbäugigen Oni, das ist der blaublütige Oni, haben wir auch zweimal. Dann die Karte, wo Ding feiert, Creepfan LP, hat letztens ein Video gebracht über die schönsten Karten, hat er hier Boxer gebracht. Ich persönlich finde die Karte einfach sowas von dämlich, ohne Witz. Ich weiß nicht, hübsch sieht die nicht aus, meiner Meinung nach, aber gut.
Dann Hammer rausschmeißen, zweimal. Sendbote der Wunder Jupiter, auch zweimal. Wahrsageprinzessin Blütenelfe, zweimal. Aqua-Schauspielerin Tetra, zweimal. Aus Number Hunters den Photonen-Cerberus, auch zweimal. Sowie die Photonen-Eidex, zweimal. Und den Edelstein-Ritter Lazuli, ebenfalls zweimal. Jetzt kommen wir zum letzten Stapel Super Rares. Da haben wir ganz am Anfang gleich was richtig Cooles, nämlich ein Vanilla-Playset. Auch aus Number Hunters, aber das ist eine mega coole Karte, wirkt auch extrem oldschool, nämlich der Schlachtkrieger. Finde ich mega nice, sind übrigens unsere ersten drei Exemplare, trotz vollkommener Wertlosigkeit, haben wir noch nie bekommen. Übelscher Heliotrop haben wir auch als Playset. So wie ein Verbündeter der Gerechtigkeit Klausolas. Dann haben wir Jorangelo, die wohl wertvollste Karte, nebst dem Kugelmodus Ra aus dem Duelist Pack Battle City Set. War anfangs sogar die wertvollste, die war am Anfang sogar ja wertvoller als der geflügelte Drache. Hier mal was richtig Cooles, wusste ich gar nicht, dass es die gibt, aus dem Astralpack 8, der Thunmaskiert Hexenmeister. Ist eine richtig coole Karte, die wir uns auch rauslegen. Dann haben wir den goldenen fliegenden Fisch, Eel Blood. Dann Talaya, Prinzessin der Kirschblüten, das ist auch eine super tolle Karte, die ich mir rauslegen möchte, genauso wie Orbital 7, die ich auch japanisch in Ultimate hatte, schon mittlerweile. Dann haben wir hier einen Kazijin, Englisch und Super Rare aus BPW2, wie auch die andere Karte vorhin. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Set sein soll, aber fuck, es ist ein Kazijin, der kommt auf jeden Fall rausgelegt. Dann Pfeilschneller, Raketenexpress, ein Super Rare. Freed, the Brave Wanderer. Totale Abwäschung und ein Super Rare. Unser erstes Exemplar ein Super. Aus Dark Beginning, wir haben es schon unzählige Male in Secret Rare, aber in Super hatten wir es noch nie bekommen. So. Dann Zombie-Wau-Wau, Mecha-Phantom-Ungeheuer, Tarnkappenbrochen, Go-Go-Go-Riese, dann Rosententakel, die Kuscheltier-Maus, Neopasath, der Himmelspaladin aus der CT-08, Genex-Neutron, Schnellspannritter, Ninja des Roten Drachen, Jurassia-Dino, Mauftronisches Boomboxen, Donnerschlag Himmelswolf, dann Neoflam Velgaruda, den Aufzieh-Jongleur, dann haben wir Getribrian-Greifer, sagenhafter Solcius, einen Schicksalsheld Diamond Dude aus Deso, dann Spiral Generalplan aus dem neuesten Set, legen wir uns mal aus, das ist eine coole Karte, dann Gagaga Herbeirufer, General Ryo, The Ice Barrier, ebenfalls aus diesem komischen BPW-Set. Der Neoflammwell Ursprung. Dann Gyril, Las Egler, keine Ahnung, den Namen kann noch kein Mensch aussprechen. Fixsternritter Alsan, Bujingi Pavo, Finsterlord Cerato, Cosmo Landwalker. Dann haben wir die Aqua-Schauspielerin Astromorrigan. Großer Poseidon-Kämpfer, Xyz Röntgen-Degen, Gladiator-Ungeheuer Thorax, Gagaga-Wache, ein Kind-Modo-Drache, eine richtig süße Karte, die wir uns rauslegen, ein Gold-Wu-Fürst der finsteren Welt in Super Rare aus EEN, First, den legen wir uns auch mal raus, dann Finsterlord Asmodeus, Finsterlord Maria, Zauberläufer, ein Drachenritter der Schöpfung, aus SR02. Geile Karte, legen wir uns auch raus. Dann Morphtronische Fernbedienung. Evotil Naja Show, oder wie die Karte heißt. Wappenungeheuer Ampis Bena. Aqua-Schauspielerin Guppi. Amaterasu. Abstimmmagier. Zwillingsschwertplünderer. Bruderschaft der Feuerfaust. Schlange. Dann Watt-psychischer Kämpfer, ein Zauberläufer wieder, Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla, Sternenseraph Waage, rotäugiger Retro-Drache, Rosenfee, Koratz der Lichtmonarch aus LODT, legendärer Unterwäldler, Finsterlord Superbia, der sagenhafte Nuzushi, dann Erzherrscher Christian,
Dann der Buster Welpe, der Zerstörungsschwertkämpfer. Das ist eine coole Karte. Das Artwork gefällt mir absolut. Das legen wir auch mal direkt raus. Und zu guter Letzt Felsbrockenkrieger. So, jetzt sind wir mit den Super Rares durch. Wir kommen zu den Ultra Rares. Da wird es jetzt wesentlich schneller gehen. Ultra Rare werden hier bloß zwei Stapel. Dann haben wir hier die Kuribo-Spielmarke und die Token-Spielmarke. Dann haben wir ein Kraftbündnis in Ultra Rare, was mega cool ist. Einmal Finstere Zuflucht aus dem neuesten Set. Neuesten Duelist Pack Set, meine ich. In Ultra. Lichtverpflichtendes Heiligtum. Katalyser Torfeld. Übungsgelände der Gladiatoren. Blumen sammeln. Maschinenengel-Ritual. Transmigration der Rotäugigen zweimal. Edle Waffe Kalibur zweimal. Drachentaktiken zweimal. Dann haben wir hier richtig cool Sirenengesang. Ist eine Karte, die sieht mega toll aus. Die kommt auf jeden Fall raus hier. Dann Neutronenblitz. Eine Blue-Eyes-Karte. Auch zweimal. Legen uns auch raus. Auch eine schöne Karte. Dann haben wir Brachialsense zweimal. Rebellion. Auch cool. Hier als Playset. Mit dem ägyptischen Pharao oben drauf. Oh, sieht einfach mega klasse aus. Ein Witz. So. Dann haben wir Berserkerseele dreimal. Als Fallen haben wir letztes Verbot. Einmal aussetzen das Horn des Himmels in Mint aus MAD. Karte des letzten Willens. Sowie zweimal Supersoldatenschild und zweimal die Tyrannflügel. So, dann haben wir den schwarz geflügelten Drachen zweimal. Den rotäugigen Erzunterwäldler. Dann den atomaren Schrottdrachen in Ultra. Nitrokrieger. Nummer 78, Nummernarchiv. Dann aus dem neuesten Set, Finsterritter Batlamius. Haben wir auch schon ein paar Mal in Ulti aus Japan. Dann Überfallraptor Flammenbrenner Falke. Artefakt Durandal, was eigentlich echt cool wäre aus Prio, nur die hat hier oben so einen richtig fetten Schrammer, deswegen kann man die leider nicht nehmen. Nummer 59, der gebeugte Koch. Eins meiner Lieblings-Artworks, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Echt mega cool. Dann Nummer 34, Terrorbite aus Genf. Nochmal ein schwarzer Hochmagier, nur diesmal eben in Ultra. Sogar zweimal. Dann der schwarzglänzende Soldat, Supersoldat, den wir noch kein einziges Mal in Ulti haben. Dann Herr des Rots. Hier wieder aus dem neuen Set der Meteorschwarzer Kometendrache. Auch schon ein paar Mal in Ulti aus Japan, ich glaube 9 Mal oder so. Richtig cool. Dann Kontrastheld Chaos. Hermos Raketenkanone, der Bogen der Göttin zweimal, Tyrannische Explosionsdrache zweimal, der magische Zeithammer zweimal, Blütendiva, der musikalische Chor ebenfalls zweimal, Timaeus der Schicksalsritter zweimal, rotäugiges schwarzes Drachenschwert, dann dreimal sogar. Dann haben wir Künstlerkumpel Könige Bär, den Feuerritter Templer. Den Lektor Pendulum der Drachoberherr. Das ist eine mega coole Karte, muss ich sagen. Sieht auch ganz gut aus. Dann haben wir hier Classic 2 Dunkle Magier, allerdings aus dem Megapack 2016, aber trotzdem kommen die raus. Dann legendärer Ritter Hermus zweimal und einmal einen rotäugigen schwarzen Drachen. So, bei den Ultras ist jetzt Halbzeit. Da geht es jetzt direkt weiter mit einem leider sehr abgeranzten dunklen Magier des Chaos. Dann ein maskiertes Chamäleon. Blumenkartian Zebragas. Dann haben wir Aether, den Himmelsmonarchen, einmal. Das ist auch eine coole Karte. Buntäugiger Drache. Dann die 6 Samurai Yariza. Kartenauswerfer. Dann haben wir die Todesfurcht, die dunkle Todesfurcht. Blumenkartian Weide mit Kalligraph. Den Couch Captain Bären Captain. Bärenmensch, glaube ich. Dann Genomix-Kämpfer, Wächter Brachialsense, dann Kaius der Megamonarch oder Schattenmonarch. Hier haben wir jetzt Blackluster Soldier, Scarlet Soldier. Ist auch eine coole Karte, die liegen uns hier oben hin. Dann haben wir Zabok der Megamonarch, eine Exodia die Verbotene aus Dark Beginning, die liegen uns mal raus. Ein magisches Etwas aus der Dark Illusion, ist auch richtig nice. Dann der legendäre Ritter von Kretias. Nochmal eine Wächter Brachialsense. Dann Kirakuri Muso Nummer 818 Hyper. Ein Raviel, Herr der Phantome aus der Legendary Collection. Erebus, der Unterweltmonarch. Den haben wir hier gleich viermal an der Zahl.
Dann Blooming-Karte hier, ein Kiefer, der Kraich. Haben wir hier viermal. Dann Blooming-Karte hier an Pauloine mit Phönix. Haben wir hier auch. Ne, dreimal haben wir die. Dann haben wir Blooming-Karte hier an viermal haben wir die, genau. Dann haben wir hier ein Playset Nebelkönige. Richtig cool. Dann Künstlerkumpel ein. Haben wir als Playset. Den Schneepflug extra flott haben wir ebenfalls als Playset. Dann die Seiferflügel haben wir ebenfalls als Playset. Dann haben wir zweimal den schweigsamen Magier in Ultra. Künstlerkumpel Horn zweimal. Dann der Löwigator zweimal. Blumenkartian Weide haben wir auch zweimal. Blumenkartian Zebragras mit Mond. Dann haben wir zweimal die Cyberlarve und zweimal Händchenhaltender Djinn. Sowie der schweigsame Paladin aus dem letzten Duelist-Pack. Auch mega cool, legen wir uns auch raus. So, jetzt mache ich hier einen kurzen Cut und dann machen wir direkt weiter mit den so, Secret Rares. Und weiter geht's mit unseren Secret Rares. Das werden auch zwei Stapel. Oder nee, wir machen zuerst mit den Gold Rares weiter, zuerst mit den Gold Secrets. Da haben wir das Cosmo Lichtschwert. Tsukomi Hieb haben wir als Playset. Heimtückische Fallgrube. Die Phantomritter des Guftschilds. Guftschilds oder so. Wieder entfachter Sternstaubfunke. Dunkler Verstoß zweimal. Die Phantomritter der dunklen Panzerhandschuhe oder. Ja doch, Panzerhandschuhe. Zweimal. Rote Übermacht haben wir auch zweimal. Tiefe dunkle Fallgrube haben wir als Playset. Dann haben wir Übereinstimmung des Königs. Zweimal. Und dann haben wir Angmarl, der Unterweltmonarch. Ein Cosmo Dogfighter. Eine Eishand. Die ist cool. Die nehmen wir uns raus. Dann Tristan, Ritter der Unterwelt. Ein Rosenpaladin. Dann haben wir hier den Gerümpelländerer. Haben wir hier als Playset. Dann der magische König Mondstern zweimal. Der Weihnachtsunterwäldler zweimal. Dann Nummer 14-jähriger Saramaya zweimal. Einmal Nummer 21, gefrorene Lady Gerechtigkeit. Und Geist Karon, Bootsmann der Unterwelt. Dann haben wir natürlich noch ein paar normale Goldrares mitbekommen. Das sind diesmal ein paar mehr als sonst. Sturmkraft der Monarchen haben wir hier. Oder Rangsteigungszauber Astralkraft. Vorbereitung der Riten. Dracho Konfrontation. Schleier der Finsternis. Mitfahrgelegenheit haben wir hier gleich viermal. Ach, bleibt doch da. So. Dann haben wir die Endstation des brennenden Abgrunds. Dreimal. Dann haben wir zweimal den Maskenwechsel. Nee, auch dreimal den Maskenwechsel. Dann Fallgrube Albtraum der Fallstellerin. Die brennende Spiegelkraft. Gehirnwäsche aufheben als Playset. Was übrigens ein mega cooles Artwork ist und deswegen rausgelegt wird von mir. Dann haben wir Feuersee des brennenden Abgrunds zweimal. Fehler zweimal. Dann haben wir hier eine Synchro-Karte, nämlich Zünster. Oh Gott. Promsche der Sprenger. Blablabla. Kann kein Mensch aussprechen. Haben wir hier auf jeden Fall viermal dabei. Dann hier sehr schön ein Amandes, Keeper of Boundaries. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Karte, legen uns raus, genauso wie die nächstfolgende. Dann haben wir jetzt hier ein Schwarz, ein Roter gegen Leuchtfeuerdrachen. Ein Gold sieht mega nice aus. Oder Übelschar Oboros. Die Übelschar Xyz-Karten sind einfach alle mega cool. Ohne Witz. Oder hier, Mayes Spaßvogel, Paladin, der aussteigende Drachobezwinger. Und alles ziemlich komische Namen, aber das Artwork, guckt euch mal das Artwork an. Das sieht einfach mal so Bombe aus, ohne Witz. Dann haben wir Nummer 61 Volkasaurier, ein Playset Norito, der magisch-moralische Führer, und zweimal Bahamut Hai. Dann haben wir Vector Pendel, der Drachoberherr. Den haben wir als Playset und ich muss sagen, in Gold Rare sieht diese Karte einfach mega fett aus. Pendelmonster mit Vanilla-Monstern, also Pendel-Vanilla-Monster, sehen in Gold allgemein sowas von krass geil aus. Ich weiß nicht, warum ich das so toll finde, aber es ist auf jeden Fall was fürs Auge.
Dann haben wir Lüsterpendel, der Drachobezwinger, den haben wir hier zweimal. Den linken Arm der Verbotenen in Gold Rare. Dann Fallstellerin in Atrax. Fallstellerin Mermelo. Und Fallstellerin Neftis oder Nefentis. Dann haben wir Liebig, Grimtatze des brennenden Abgrunds. Graf, Grimtatze des brennenden Abgrunds. Und Fafra, Grimtatze des brennenden Abgrunds. Einen Donnerkönig, Ryo. Und ein paar Metallion, Herren der Zeit. Die haben wir hier jetzt gleich mehrmals. Sechsmal oder fünfmal, glaube ich. Sowie zweimal Grabwächter Spion. So, jetzt legen wir aber mit den Secret Rare los, nachdem wir hier die schönen Golds auch noch durch haben. Und zwar mit der ersten Hälfte von zweien. Da haben wir einmal den Abgrundscript Aufstieg des Abgrundkönigs aus Desu. Das ist eine coole Karte, legen wir uns raus. Niederträchtige Welt. Onomatopia. In Prismatic. Kern, Transporteinheit. Leider total abgeranzt. Kristallüberfluss, auch abgeranzt. Dann dreimal Schildstoß. Zweimal H, heißes Herz. Dann der kaiserliche Befehl, das ist eine coole Karte, legen wir uns auch mal raus. Straße zum Sternenlicht. Niederträchtiger Kristallstrahl. Ultimative Vorhersehung. Der erste Monarch. Dem Himmel High Five geben, ist übrigens eine der wenigen Karten, wo wirklich ein Anime-Charakter auch drauf zu sehen ist. Nämlich hier ist, das ist Yuma, glaube ich. Yuma Tsukumo. Der dem Himmel High Five gibt sozusagen. Dann Painful Escape, haben wir zweimal. Gefrorener Fitzgerald. Blumenkartian Lichtschauer. Eine Blumenkartian-Karte, die ich nicht schwul finde. Mega cool. Dann Kudabi Le. Oh mein Gott, das ist ja französisch. Ach, das kann ja kein Mensch aussprechen. Gut, dann haben wir noch den Drachen. Dracheneinheit Ritter Gay Black oder Ga-E geschrieben. Gay klingt jetzt irgendwie schwul, ne? Haben wir hier zweimal, sieht auf jeden Fall mega cool aus und wird rausgelegt. Dann haben wir hier sehr schön, leider nicht aus dem Originalbooster, sondern der Reprint, aber trotzdem Cyberdrache Unendlichkeit. Legen wir uns auch raus. Nummer 99 Utopischer Drache. CXCs oder Chaos XCs Schlachtschiff Kirschblüte. Und Nummer 45 Crumble Logos, der Prophet des Abgrunds. Eine der beliebtesten Karten aus dem neuen Dragon of Legends Set. Übelschar Bahamut. Meine Lieblingsübelschar-Karte, richtig nice, wird auch rausgelegt. Galaxie-Tarnkappendrache. Bruderschaft der Feuerfaust-Kardinal. Auch ein Fall fürs Rauslegen. Photonen-Alexandra-Königin. Das ist eine richtig schöne Xyz-Karte. Dann haben wir zweimal die Fallenstellerinnen Rafflesia. Die habe ich auch, sind jetzt auch meine ersten beiden Exemplare. Ein Timaeus der Schicksalsritter. Zweimal Necros, dreimal Necros von Einhorn. Dann zweimal Necros von Katastor. Dann zweimal Necros von Clausolas, sowie ein Paladin des Schwarzen Drachen, welcher auch mega fett aussieht. Ein Ivigishki Gustakrake oder Gustkrake. Ein Sauravis, der alte Aufgestiegene. Die habe ich auch in Ulti aus Japan, sieht da auch mega cool aus. Dann Cyberengel Dakini. Und das hier ist, glaube ich, mal das dickste Sahnestück des Ganzen aus dem Original-Set, Künstlerkumpel Pendelzauberer, und zwar als Playset. Jetzt habe ich zwei Playsets von dem. Dann Clifford Scheibe zweimal. Dann Abgrundschauspieler Wilde Hoffnung. Und ein Slifer der Himmelsdrache hier aus der Tin. Ein Secret Rare. Jetzt kommen wir zum letzten Secret Stapel. Das ist ein kleiner hier. Übelschar Donnervogel. Dracheneinheit Dax oder Dux. Genix Verbündeter Befreier. Ein Laval. Laval Urteilsherrscher mit einem mega fetten Artwork, den wir uns auch auslegen werden. Blumenkarte Jan Kiefer. Stahlschar Langhorn. Auch eine coole aussehende Karte. Dracheneinheit Primus Pilus. Bruderschaft der Feuerfaust Hahn. Der sagenhafte Zerburl. Ziemlich kaputt die Karte. Raiza der Megamonarch. Eine unheilverkündende Schlange in Prismatic Secret Rare. Der Rückkehr-Zombie. Sagenhafter Dianaira. Dann haben wir hier was richtig cooles, nämlich Grand Soil, der Elementarherrscher, leider auch schon ein bisschen angeranzt, aber trotzdem eine mega coole Karte, legen wir uns raus. Dann Charm, der Durchlaucht von Gusto. Finsterlord Morgenstern, eine der coolsten Karten aus dem neuesten Set Deso. Superflinker Megahamster. Niederträchtiger, rotäugiger, schwarzer Drache.
perfekte ultimative große Motte, Ginnix verbündete Brennstoffzelle, der große Jupiter, der reisende Merkur, sowie der verzweifelte Uranus, mein Lieblingsplanet, den haben wir ja sogar zweimal. Dann zweimal ein Klingenritter, zweimal der heroische Herausforderer Überfallsoldat und zu guter Letzt auch zwei Sahnenstücke, zweimal der Kuribandit, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Und mir fällt auf, das englische Secret ist irgendwie feiner von den Linien her. So, bezahlt habe ich für die Sammlung, glaube ich, ungefähr so 150, 160 Euro. Ob der Wert da wieder drin ist, keine Ahnung, sagt es mir, ich weiß es nicht. Es ist einfach mal nur was für zwischendurch gewesen, auch weil ich wieder ein bisschen was zum Aufstocken haben wollte. Und mir hat es gefallen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es wieder ein Mega-Opening von 10.000 Karten. Das wird wieder um einiges krasser als das hier. Ich hoffe, es hat euch trotzdem die Zeit vertrieben, in irgendeiner Form gefallen und so weiter. Ihr könnt ja mal ein Feedback dazu dalassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin haltet die Ohren steif.